Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Resident Evil Village. Wird gerade die Karte angezeigt. Wieso wird mir die Karte angezeigt? Die Karte angezeigt. Ich meine, wieso wird mir das rot angezeigt? Aber wurde mir gerade angezeigt, dass ich die Karte öffnen soll. Noch irgendwas übersehen? Oh, ich muss mal kurz mal ein bisschen was verschieben. So. Ja, beim letzten Mal haben wir ja einen ganz tollen Trick angewandt. Wir haben 14 Schuss hier. Wir haben ansonsten nichts mehr. Wir haben ein Explosivgeschoss noch. Nein. Wir hätten sogar noch zwei Dietriche. Und ich habe ganz kurz überlegt, ob wir eventuell noch mal kurz zurückgehen sollen. Irgendwas scheint hier noch zu sein. Hier unten ist noch ein Schatz. Da brauchen wir anscheinend... Ich glaube, da brauchen wir einen Schlüssel oder so. Schatz unter der Festung. Das haben wir. Und dass wir uns vielleicht dann noch mal... Ich kann mir das gar nicht angucken. Hier vielleicht noch mal umschauen wegen... Ja, Munition eventuell? Zugbrücke. Die Zugbrücke haben wir auch noch nicht runtergelassen. Hängebrücke. Ich weiß nicht, ob wir da noch irgendwie hinkommen. Das wird uns angezeigt. Das steinernes Podest. Keine Ahnung, da kommen wir bestimmt auch noch irgendwie später hin. Bin mir nicht sicher. Ich habe ja hier gespeichert. Das heißt, ist hier irgendwas, dass ich das mitnehmen kann? Habe ich das übersehen? Ist hier vielleicht Munition? Das wäre super. Wartet. Ich habe gerade mich erschrocken. Ich dachte, was fliegt denn da? Keine Ahnung. Ist das jetzt wegen der Schreibmaschine? Nee, eigentlich müsste ja hier noch irgendwas sein. Gut. Ich wollte mal gucken, wie es da hinten weitergeht, ob da jetzt noch Gegner kommen. Es ist still. Wir hören auch kein Knurren mehr, so wie es, also wenn ihr genauso ein Problem habt, wie ich hier durchzukommen, das ist der Trick. Triggern, speichern gehen. Triggern, speichern gehen. Und da vorne ist der Safe Point. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Hier habe ich alles. Boah, ich werde mich jetzt so erschrecken, weil... Es ist wieder ein paar Tage her, dass ich gespielt habe und ich muss erstmal wieder reinkommen. Wenn da oben... jetzt nicht mehr so viel kommt... Dann, ja, würde ich jetzt nicht nochmal zurückgehen und hoffen, dass wir Munition finden. Ach, das ist eine Lampe einfach nur. Falls jetzt doch noch was kommt, dann werde ich vielleicht nochmal zurücklaufen. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt mit euch zusammen mache. Da nicht noch was. Hier liegt auch noch eine ganze Menge. Also ganze Menge. Genug liegt hier erstmal. Also auch nicht genug. Bin ich auch falsch. Okay, wir kommen hier durch. Oh Gott. Immer wenn ich diese Ritter sehe, denke ich, die werden doch bestimmt gleich aufstehen. So, wir gucken. Okay, hier gibt es auf jeden Fall irgendwas. Weh, du stehst auf. Du kannst nicht aufstehen, ne? Du hast keinen Inhalt. Okay, das war's dann schon. Hm. Karte ist schon wirklich super, ehrlich. Uiuiuiui. Okay. Ich finde es gut, dass es immer wieder mal so zwischendurch mal ruhig ist. Dass wir, ich dachte, ich könnte nachladen. Kann ich ja gar nicht. Ich habe ja keine Munition eingesammelt. Dass wir ein bisschen verschnaufen können.
bisschen was einsammeln. Das kann man nicht zerstören. Also, man soll das ja nicht mal eine Palette umwirft. Dabei habe ich in letzter Zeit gar kein DBD mehr gespielt. Also hier wären auch keine Knurren. Munition. Sehr gut. Ah. Da fällt mir ein. Ich habe die Aufnahmen kontrolliert und habe festgestellt, dass ich wohl irgendwo... Ich habe nicht alle. Ich weiß nicht, ob ich da noch überall hinkomme. Okay, das hat sich nach was Großem angehört, ne? Ich habe wohl was gehört, aber nicht gesehen. Ach du Scheiße. Will ich das? Will ich das? Scheiße. Scheiße. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh Gott. Oh Gott, und da kommen noch mehr. Ja, ja, gut. Er hat ja auch nicht gesagt, dass es leicht wird, ne? Er hat nicht gesagt, dass es leicht wird. Oh, wir haben wieder eine Schreibmaschine. Das ist gut. Und Munition. Die Order des Königs hat uns endlich erreicht. Rückzug. Es ist äußerst ärgerlich, dass wir den Ketzern die Festung an der Grenze überlassen müssen. Wenn nur etwas mehr Zeit wäre, könnte ich das Blatt sicher zu unseren Gunsten wenden. Nein, das ist bloß vornehmes Getue. In Wahrheit ist es meine Neugier, die mich an diesem Ort hält. In der Gegend gibt es ein paar Ruinen, die laut den Bewohnern schon sehr alt sind. Den Zeremonienplatz mit vier übermächtigen Statuen, die Höhle mit Wandmalereien und einen steinernen Sockel, den sie den Kelch des Giganten nennen. Oh Gott, das hört sich nicht gut an. Wer hat all das erschaffen? Wo kamen der oder die Erbauer her und wo sind sie hin? Es wurmt mich, dass wir diesen Ort ohne dieses Wissen hinter uns lassen müssen. Mhm. Okay, wir speichern an einem anderen Platz hier. Oh, meine Hände schützen. Ich werde mal eben... den habe ich auf dem Steckplatz. Okay, und ich habe den auf dem Steckplatz. Dann werden wir die mal kurz ausrüsten und mal nachladen. Habe ich da mal wieder welche. Okay. Komm, die laden wir auch nochmal nach. Ich glaube, da können wir auch noch ein paar Schuss reinpacken. Ich weiß nicht, ob da gehen, glaube ich, 12 oder so rein. Ich warte erstmal ab, was hier passiert. Warte mal ganz kurz, ich speichere jetzt nochmal, nachdem ich jetzt nachgeladen habe. So. Hier sind wir jetzt, da kommen wir hin. Oh Gott, ich will hier nicht sein. Zack, es ist wieder ruhig. Und ich wette, hier wird's wieder voll. Das sieht nach Arena raus, oder? Wir packen den mal hier unten hin. Weil was soll ich jetzt die da hier halten? Okay. Los geht's, Leute. I knew it. I knew it! Das ist nicht gut. Warten sollen. Oh. Oh. Ich wollte weglaufen. Ich wollte weglaufen. Ja.
Jetzt darfst du, Sau. Er hat ja nicht nachgeladen. Oh, ich komme mit den ganzen Knöpfen noch nicht so klar. So, das wird nicht gut. Das wird nicht gut. Ich warte hier noch. Nachladen bitte. Oh, kommt er! Von da kommt er! Shit! Gott, oh Gott, oh Gott! So rennt denn der nicht so? Nachladen! Nachladen! Oh, ich kann nicht nachladen, weil ich nichts habe. Warte, warte, warte. Warte, Alter. Warte. Er macht immer zwei. Okay, und das war's auch schon. Heilung kann ich keine mehr machen. Weiter. Eine Mine machen? Aber jetzt. Oh Gott. Nein! Nein! Oh, und der Mitte kommt auch. Nein! Au! Wo ist der? Nein, lauf doch! Was war das? Ich kann es nicht einsammeln. Ach so, weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. Ich hab daneben geschossen. Ach du Scheiße. Oh, die ganze Knöpfe. Das ist mir jetzt zu hektisch. Kann ich hier durch? Nee. Das war mir klar. Oh oh. Hier lacht irgendwo was. Oh, ich drücke mal den falschen Knopf. Geh weg! Ich hab irgendwas. Wartet mal ganz kurz. Warte mal kurz, kurz. Oh! Warte. Ist ja kurz geblendet, ne? Warte mal ganz kurz. Wie lange ist denn der geblendet? Warte. Lad doch mal nach, bitte. Nein. Au. Okay, ich muss die benutzen. Und einen Moment. Ist das stressig? Oh nein, ich muss nachladen. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Lass mich. Okay, was haben wir jetzt hier noch? Ah, ich hab die noch. Okay, cool, 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 cool. Oh Gott. Okay, warte, 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 warte. Warte doch mal kurz. Oh. Das war ein Knöpfchen zu viel. Ich hab die hier noch, okay. Muss weg, muss weg, muss weg. Oh Gott. Er ist sauer. Er ist sauer.
Oh Gott. Ich hab davon nichts mehr. Die Idioten kommen jetzt schon wieder. Was habe ich jetzt? Keine Heilung mehr. Wenn ich jetzt sterbe, muss ich alles von vorne machen. Wenn ich jetzt sterbe, muss ich von vorne anfangen. Ich muss erstmal. Ah, doch mal nach jetzt. Oh oh. Oh Gott. Was war denn da? Was war das? Oh. Okay, das ist ein bisschen sauer. Okay. Oh, ich muss. Und nachladen. Und nachladen hat er schon. Wie viel schluckst du denn? Oh Gott. Viel zu viel. Scheiße. Nein. Was war das? Eine Sache, die ich nicht gebrauchen kann. Warte. Oh. Oh Gott. Ich habe ja noch diese Mine. Lauf, lauf, lauf! Die hat's noch. Leck mich doch. Leute. Ach du Scheiße, guckt euch mal diesen Schädel an. Kristalliner Hammer. Fujiyama, ist das toll. Oh mein Gott. Ich hätte sonst nicht mehr gewusst, was ich tun soll. Ich muss unbedingt speichern. Ich bin nicht an diese blöde Kiste gekommen. Ah. Toll. Da war Pistolenmunition dran. Okay. Bitte. Ich habe den Boss erledigt. Reicht ja wohl. Es hat gespeichert. Sehr gut. Erinnert mich so ein bisschen an. Okay. Hier ist noch mehr. Hier ist noch mehr. Das gehört. Das ist hier, ne? Ja. Wartet. Ja, lass mitnehmen. Oder komme ich da gleich hin? Da. Überall. Na, gib mir das doch jetzt. Okay, krieg ich nicht. Ich verballer hier meine ganze Muni für den Kram. Von der Seite? Da. Ach so. Immer noch. Ja gut, der ganze Ding ist voll. Da ist noch einer.
Der letzte? Eventuell? Nee. Nee, nicht der letzte. Aber ich kann euch jetzt nicht alle runterballern. Wartet kurz. Ist da vorne eventuell der Händler? Und ja, dann eventuell. Das ist ja vollkommen. Ich weiß nicht, was da noch kommt, deswegen ich möchte nicht die ganze Muni jetzt verbraten. Könnte ich noch welche machen? Nee, aber wir machen es mal Heilung. Wir haben nämlich nichts. Wir haben nichts. Ach so, wartet mal ganz kurz. Ich habe gerade gesehen, wir können hier noch was machen. Und dann gehen wir mal kurz zurück. Okay. So. So, und den machen wir hier hin. Und den, achso, den können wir noch nachladen. 13 können wir, da kriegen wir da sogar rein. Okay, Alter. Torso. Was hast du mir zu erzählen? Was drauf, Winters. Respekt. Wart's ab, Arschloch. Wenn ich dich finde, dann... Komm runter. Nicht mehr lange und du bist am Ziel. Ich helfe dir. Aber dafür musst du... Muss ich was? Komm erstmal zu mir. Platziere die Flakons auf dem Altar. Den Rest findest du sicher selbst raus. Bis dann, Winters. Verdammt! Okay, komm, wir gehen mal zurück. Wir holen uns noch da die zwei Steine. Ich hoffe, es sind nur noch zwei. Ich will die verkaufen. Vielleicht kann man da was ganz Tolles für kaufen. So, wo waren die? Hier irgendwo. Da. Da. Immer noch. Keine Ahnung, ob ich dafür jetzt die Muni jetzt verschwenden soll. Verschwenden. Ich weiß ja nicht, was die so geben. Und was ich mir jetzt davon kaufen kann. Kriege ich das vielleicht so? Wo ist er? Komm schon. Jetzt ist es. Okay, cool. Wir haben den Flakon. Heisenberg will uns angeblich dabei helfen. So ganz traurig den Baden noch nicht. Achso, und mir ist eingefallen, wir hatten ja, als wir den ersten Flakon eingesetzt haben, eine kleine Zwischensequenz. Und das war die Sequenz, als wir diesen Autounfall hatten. Da hat Miranda uns das Baby genommen. Genau. Ich kann nämlich, ich habe mir die Szene nochmal angeschaut. Und da können wir den Wagen sehen und wie sie quasi auf uns zukommen und wie wir in diesem Wald hängen. Huglimos Teller. Irgendwas, was wir noch verkaufen können, schätze ich. Okay. Ich hätte ja ganz gerne eine Schreibmaschine gehabt, um das noch abzuspeichern, Leute. Aber er hat ja zwischengespeichert, ne? Nachdem der gestorben ist, hat er ja gespeichert, richtig? So. Ekliges Monster dürfte jetzt hier auch nicht sein. Also Moreau zum Beispiel.
Das kann ich nicht einsammeln. Könnte ich zielen? Nee, könnte ich nicht. Okay. Ich glaube, dass wir uns langsam, aber sicher dem Ende nähern. Ich meine, wir haben jetzt 4 Flakons. Okay, da ist... Ja, klar. Sind doch wieder so Gefängnisse, oder nicht? Was finden wir hier? Oder wen finden wir hier? Und ich bin gespannt, was wir mit Luisas Kette anfangen können. Die haben wir, glaube ich, immer noch im Inventar. Das ist kein Schatz. Nichts, was wir verkaufen können. Zumindest haben wir gesehen, dass wir das nicht verkaufen können. Was ist denn das hier? Foto eines Geisterfischs. Was? Achso, ja, es gibt ja wahrscheinlich einen besonderen Vogel, ein besonderes Schwein. Das, was wir auch noch nicht erledigt haben. Ich denke, noch ein besonderes... eine besondere Ziege. Gehört ja, glaube ich, mit zu... Keine Ahnung. Und dann halt den besonderen Fisch. Schätze ich einfach mal. Wo ist das? Okay. Das ist wahrscheinlich da, wo mir die Fische angezeigt worden sind, aber ich keinen Fisch gesehen habe. Merkwürdige Geräusche hier. Wieso kriege ich das alles jetzt hier? Hm? Hier nicht nichts. Erstmal gucken, ob wir irgendwas alles einsammeln können und dann triggern wir das, was hier... Wahrscheinlich ist hier einfach nur... Ist das ein Herz da drin oder ein... So aus, ne? Notizen zur Kadu-Implantation. Probanden 174 bis 181. Das sind die ganzen Tagebücher oder Geschichten, die Hintergrundgeschichte quasi. Proband 174 Mihai M. Merkt man, 21 männlich Silberschmied. Narben von einer Lungenentzündung. Ergebnisse. Geringe Kompatibilität. Kadu konnte nicht wachsen. Transformation des Körpers, Beeinträchtigungen der Wahrnehmung. Typische Anzeichen eines Lykans. Auf die Weide geschickt. Auf die Weide geschickt? Bernadette, 177. 21, weiblich, keine Beschäftigung, keine Vorerkrankung, Tod. Alcina. Der Name sagt mir doch was. Dimitrescu. Heißt sie nicht Alcina? Merkmale 44, weiblich, Nachkomme aus Adelsgeschlecht. Nicht aus dem Dorf, vererbte Blutkrankheit. Ergebnisse, sehr gute Kompatibilität. Kein Wahrnehmungsverlust. Kann ihren Körper nach Belieben verändern. Maßnahmen zur Wahrnehmungskontrolle implantiert und zur Beobachtung entsandt. Aha. Bernadette. Mihai. Die ist ja tot. Alcina. Das ist Dimitrescu. Ich glaube, die hieß Alcina mit Vornamen. Oder Alcina, Alcina. Das war klar. Das war so klar. Stirb jetzt! Hier. Okay, cool. Hier sind ein paar nette Sachen. Okay, die kamen von hier. Oh, spawnen die jetzt hier? Ich habe keine Munition mehr. Gut, so viel haben wir jetzt nicht verballert. Hier ist es wieder ruhig.